Heute, meine Damen und Herren, wollen wir also versuchen, die Fragen zu beantworten, die wir in der letzten Sendung aufgeworfen haben. Die wichtigsten zur Erinnerung noch einmal der Reihe nach. Erstens, was kann die alten Ägypter bewogen haben? Welches Motiv stand hinter der ungeheuren Anstrengung, die sie auf sich nahmen, als sie diese gewaltigen Gebäude, die Pyramiden in der Wüste, errichteten? Zweitens, ging es dabei mit menschlichen, natürlichen Methoden zu? Oder muss man davon ausgehen, dass angesichts der Diskrepanz zwischen der primitiven Technik und dem gewaltigen Ausmaß dieser Gebäude übernatürliche Faktoren oder Erklärungen heranzuziehen sind? Wie ist es mit der Präzision der Bauwerke? Wie haben Sie es fertiggebracht, diese Gebäude vor der Zeit eines Kompass, vor der Zeit einer exakten astronomischen Messung, so exakt nordsüdlich zu orientieren? Und wie haben Sie es fertiggebracht, die Grundfläche, auf der die Pyramiden stehen, mit dieser erstaunlichen Präzision auszunivellieren, dass, wir sagten es in der letzten Sendung schon, zwischen den beiden äußersten Ecken der Cheops-Pyramide die äußerste Höhendifferenz nur 15 mm beträgt? Wie kommt viertens die geheimnisvolle Zahl Pi in die Proportionen der Pyramide? Und letztens die Frage, gibt es einen Fluch der Pharaonen? Fangen wir also an mit der Frage nach dem Motiv für die gewaltige Anstrengung, die diese Bauten ermöglicht hat. Der gewaltige Aufwand wird sofort verständlich, wenn einem aufgeht, dass man die Pyramiden nicht isoliert sehen darf. Sie sind nur ein Teil, allerdings der auffälligste und der dauerhafteste Teil einer riesigen Gesamtanlage. Wir haben sie einmal hier im Modell rekonstruiert. Im Hintergrund unten der Taltempel am Nil und oben die Anlage, das Ganze aus entgegengesetzter Richtung. Unten also der am Nil gelegene Taltempel, in den der Leichnam des Pharao nach seinem Tode gebracht wurde. Und dort blieb er zunächst ein Dreivierteljahr, solange dauerte die Mumifizierung und solange dauerten die mit ihr verbundenen Riten. Hier ausgegrabene Überreste eines solchen Taltempels, und zwar der des Pharao Chephren in Gizeh. Er liegt heute relativ weit vom Nil entfernt, man hat damals einen Stichkanal vom Nil bis zu diesem Tempel geführt. Nach Abschluss der Mumifizierung bewegte sich dann eine feierliche Prozession mit der Mumie diesen Aufweg, hier rekonstruierte und zum Teil ausgegrabene Überreste eines solchen Aufwegs, auf die eigentliche Pyramidenanlage zu. Nach einigen hundert Metern kam man an den Eingang der riesigen Umfassungsmauer. Das sind Überreste einer solchen Mauer, die es in Saqqara noch gibt. Hier der Eingang. Die Anlagen waren mitunter riesig. Es gibt Mauern von 600-800 Metern bis fast zu einem Kilometer Länge. Naja, seitlichen Ausdehnung entsprechend 400-600 Meter. Und darin nun eben nicht nur die Pyramide, sondern eine Fülle anderer Anlagen. Als erstes hinter dem Eingang stößt man auf einen Säulengang, an dessen anderem Ende dann als erstes Gebäude ein Totentempel liegt, in dem die letzten religiösen Bestattungszeremonien stattgefunden haben. Drumherum eine große Zahl von Vorratsgebäuden, aber auch Wohngebäude, im Äußeren sicher damaligen Palastwohnungen nachempfunden, aber gar nicht hohl und mit Türen versehen, durch die ein Sterblicher gar nicht gehen kann. Es sind Scheingebäude, Wohnungen für Geister. Noch einmal ein Überblick über die ganze Anlage. Neben der Pyramide also hunderte, tausende von Nebengräbern für die Söhne, Töchter des Pharaos, für seine Frauen, aber auch für Sekretäre, Generale, Minister, aber bis herunter zum Handwerker und kleinen Arbeiter.
Hier Querschnitt einer typischen Pyramidenanlage von oben. Im Zentrum des Ganzen die Grabkammer des Pharao, aber drumherum hunderte von anderen Räumen, hier eingezeichnet Magazin- und Vorratsräume. Denn eine Pyramidenanlage ist so etwas wie eine magische Maschine, die zu nichts anderem diente, als einen ganzen Hofstaat ins Jenseits zu transportieren. Deshalb auch die Tausende und Abertausende von kleinen Holzfigürchen, 25, 30 Zentimeter hoch, die hier zu lebenden Bildern vor Jahrtausenden zusammengesetzt wurden. Szenen, die uns einen erstaunlich lebendigen Eindruck vermitteln, davon, wie sich das Leben an einem solchen Hof abgespielt haben mag. Aber das ist nicht ihr Sinn. Ihr Sinn ist der, dass magische Abbilder jedes dieser Menschen, jedes dieser Tiere im Jenseits wieder auferstehen und den Hofstaat dort zu ewiger Dauer von neuem erstehen lassen. Hier werden Rinder gezählt, bis in die Einzelheit das nachgebildet, hier das Schreibgerät des Sekretärs. Eine solche Palette einmal im Original aus einem anderen Fund. Eine Palette mit Griffeln und zwei Farbtöpfen. Bäcker bei der Arbeit. Alles das Ausdruck magischer Fürsorge für den im Jenseits wieder auferstehenden Hofstaat. An alles hat man gedacht, an alles musste man denken. Hier Schiffsgräber neben der Cheops-Pyramide, wieder von deren Gipfel aus gesehen. Da sind Schiffe beerdigt worden, in einer Größe bis zu 30 Meter und mehr lang. Diese Schiffe brauchte man zum Beispiel schon für die Fahrt durch die Unterwelt. Hier aus dem Grab des Tutankhamon, die Reise seines Sarkophags bildlich dargestellt, durch die Unterwelt dem Ort des Sonnenaufgangs entgegen, der für ihn der Ort der Wiederauferstehung gewesen ist. Und wie in einer Bildergeschichte geht das hier an der Wand weiter. Rechts der Nachfolger des Tutankhamon, der diesem, der links steht, mit einem Bildhauergerät, das es eigentlich symbolisch den Mund öffnet, damit er die magische Speise in sich aufnehmen kann. Nächste Station. Tutankhamon rechts begegnet der Göttin des Westens. Der Westen, Ort des Sonnenuntergangs, ist der Ort des Todes. Die Göttin des Todes empfängt ihn in ihrem Reich. Und daneben nun wieder die letzte, die entscheidende Station vor der Auferstehung, Tutankhamon, jetzt in der Mitte, wird, rechts daneben steht er, hier von seinem nun schon wieder sichtbar gewordenen Geist begleitet, der in der Hand das Zeichen des ewigen Lebens trägt. Hier dieser Geist, der Ka, wie die alten Ägypter sagten, erkennbar an diesem Symbol auf seinem Haupt. Links daneben Osiris, der ewige, der wiedererstandene Gott. Nun, ich glaube, damit ist das Motiv für die gewaltige Anstrengung überzeugend und vernünftig erklärt. Wenn man einen ganzen Hofstaat ins Jenseits verpflanzen und für die Ewigkeit versorgen will, kann man mit einem geringeren Aufwand nicht auskommen. Und angesichts der Aussicht auf ein ewiges Leben nach dem Tode ist schlechthin jeder Aufwand gerechtfertigt. Damit zu unserer zweiten Frage. Wie haben die Ägypter es ohne Kompass fertiggebracht, ihre Pyramiden, insbesondere die Cheops-Pyramide, mit der heute feststellbaren Exaktheit genau nach Norden auszurichten? Ohne Kompass und ohne dass der Polarstern damals so exakt im Norden gestanden hätte, er stand damals woanders, dass sie ihn bloß anzupeilen brauchten. Sie haben einen sehr einfachen, aber einen sehr geistreichen Trick dazu verwendet. Sie haben zunächst mal sich eine Mauer hingestellt, als künstlichen Horizont, denn das natürliche Gelände ist nicht eben genug für diesen Zweck. Und diese Mauer haben sie so gestellt, dass sie sie in der Richtung auf Norden anpeilen, mit den Augen fixieren konnten. Muss man dazu sagen, Norden, Osten, Westen, in unserem heutigen modernen Sinne, kannten die Ägypter nicht. Sie wussten nichts von der Drehung der Erde, sie wussten nichts von der wahren Natur des Himmels. Aber drei Dinge waren ihnen bekannt. Wenn man in die Richtung schaut, die wir heute Norden nennen, dann gehen die Sterne rechts auf und links wieder unter. Sie verschwinden wieder in der Unterwelt. Und dazwischen gibt es einen Punkt, in dem die Sterne sich um sich selbst drehen, in Kreisen, ohne dass sie unterm Horizont verschwinden. Und im Mittelpunkt dieses Kreises, da steht der Himmel scheinbar still. Das war der Ort der unzerstörbaren Sterne, ein Symbol der Ewigkeit. Und den Eingang nun zur Grabkammer in den Pyramiden, genau auf diesen Punkt, dieses Symbol der Ewigkeit zu richten, das war der Zweck der ganzen Anstrengung. Sie stellten sich also hin, schauten in die Richtung, die wir Norden nannten, und warteten, bis ein heller Stern über dem künstlichen Horizont auftauchte. Da ist ein solcher Stern,
peilten das genau an und brachten an der betreffenden Stelle der Mauer eine Markierung an. Dann verfolgten sie von ihrem Fixierpunkt aus, wie dieser gleiche Stern über den nächtlichen Himmel wanderte, um dann in den Morgen, kurz vor Morgen, wieder im Westen unter dem Horizont zu verschwinden. Und an genau der Stelle, wo er hinter ihrem künstlichen Horizont wieder verschwand, eine erneute Markierung. Und das einzige Instrument, was sie dann noch brauchten, das war eine Schnur. Eine gewöhnliche Schnur, mit der sie nun die exakte Mitte zwischen dem Auf- und dem Untergangspunkt ihres Sternes, den sie da dann während der ganzen Nacht verfolgt hatten, die genaue Mitte feststellten, indem sie einfach diese Schnur verdoppelten. Hoppla. Hier, und dann doppelt nahmen. Und hier wurde nun eine weitere, eine dritte Markierung angebracht. Das ist jetzt hier genau der Mittelpunkt zwischen Aufgangs- und Untergangspunkt dieses Sterns. Und wenn man jetzt von der Stelle aus, von der man das ganze Geschehen fixiert hat, eine Linie zieht auf diese mittlere Markierung zwischen Auf- und Untergangspunkt, dann zeigt diese Linie, dazu braucht man keine Mathematik, das ist unvermittelt anschaulich, dann zeigt diese Linie genau auf den Himmelspol, also nach Norden. Und wenn man das nun mit der Gründlichkeit, mit der die vorgingen, wir wissen das aus alten Schriften, Nacht für Nacht wiederholt an immer neuen Sternen, dann kommt man schließlich zu einer Linie, die mit der Exaktheit nach Norden weist, wie wir sie heute an den Pyramiden feststellen können. Man braucht dann nur noch das Quadrat für die Grundfläche der Pyramide an dieser Linie zu orientieren und dann hat man die Nord-Süd-Orientierung, ohne dass man einen Kompass hat, von Norden, Süden etwas weiß und ohne dass einem ein Polarstern zur Verfügung steht. Jetzt die nächste Frage. Wie haben die Ägypter es fertiggebracht, die Grundfläche nun so ideal zu nivellieren als Basisfläche für ihre Pyramiden? Der Trick, den Sie dabei angewandt haben, den schildert Ihnen jetzt Volker Arzt in einem Modellversuch. Der Trick bestand darin, dass Sie das Gelände unter Wasser setzten. Mit Wasser konnten die alten Ägypter ja perfekt umgehen, von der Feldbestellung her, von der Nilüberschwemmung her. Sie zogen also rund um das Gelände eine Mauer. Die brauchte gar nicht so hoch zu sein. 1 bis 2 Meter, das genügte völlig. Und dann ließen sie Wasser ein. Das machen wir auch. Ein künstlicher See also. Und jetzt konnte man die Oberfläche dieses Sees, die ja garantiert waagerecht und horizontal ist, als Musterebene benutzen und musste den Untergrund nur genauso eben, genauso waagerecht planieren wie der Wasserspiegel drüber. Und wie? Ganz einfach, zum Beispiel mit solchen Markierungsstöcken. Die setzt man ins Wasser, an irgendeiner Stelle. Und nun muss man den Untergrund einfach so weit abtragen, bis diese Markierung hier noch ein bisschen genau mit der Wasseroberfläche abschließt. So. Und das Gleiche an vielen anderen Stellen auch, beispielsweise hier, wo das Gelände etwas tiefer ist. Sie sehen schon, ich muss gar nicht so viel abnehmen hier unten vom Untergrund. Das genügt schon. Und wie gesagt, genauso geht man vor nun an vielen Stellen rund um diesen Felshöcker herum. Und überall an diesen Stellen hat der Untergrund dann bereits das richtige Niveau, nämlich exakt so viel unter der Wasseroberfläche. Und jetzt kann man das Wasser ablassen. Und wenn das Ganze dann trocken ist, dann ist der Untergrund gewissermaßen stellenweise planiert. Bei unserer Vertiefung beispielsweise. Die Sohle dieser Vertiefung ist schon ein Stück der späteren Pyramidenbasis. Genauso bei der anderen Vertiefung, die wir vorgenommen haben. Auch hier ist die Sohle auf der Höhe der Pyramidenbasis. Und das Gleiche müssen Sie sich nun vorstellen bei all den anderen Vertiefungen rundherum um diesen Felshöcker. Was jetzt noch fehlt, man muss einfach das dazwischen stehen gebliebene Gestein auch noch abtragen. Dann ist die Pyramidenbasis eingeebnet, nivelliert, man kann die Mauer abreißen. Und auf dieser mit diesem ebenso einfachen wie geistreichen Trick ideal nivellierten Fläche kann man dann anfangen, seine Pyramide zu bauen. Sie sehen das Bauwerk hier in der ersten Bauphase, diesem Modell. Dies hier, die erste unterste Pyramidenstufe, von Ihnen aus rechts daran anschließend die Rampe, noch relativ kurz, relativ niedrig, wenig Material enthaltend. Und auf dieser untersten Stufe entsteht nun schon hier die zweite. Dazu ist eine
große Zahl zusätzlicher kleiner Hilfsrampen erforderlich. Und zwar deshalb, weil das Gebäude eben so riesengroß ist, dass man auch eine einzelne Stufe keineswegs etwa im Rahmen einer einzigen Bauetage in Angriff nehmen kann. Und angesichts des Ausmaßes dieser mächtigen Fläche nun schon mal eine Anmerkung zu der Beweisführung von Herrn von Däniken. Sie erinnern sich, er hatte gesagt, dass es schon deshalb bei diesem Bau nicht mit natürlichen Dingen hätte zugehen können, weil man bei 2,4 Millionen Blocks insgesamt in einer Bauzeit von 20 Jahren alle 2 Minuten einen Block von 1,5 bis 2,5 Tonnen hier hintransportieren, bearbeiten und einbauen müsste. Alle 2 Minuten, das war eins seiner entscheidenden Argumente. Wenn man aber die riesige Fläche hier sieht, geht einem sofort auf, dass in dieser Argumentation ein Denkfehler steckt. Hier hat man natürlich nicht alle 2 Minuten einen Block fertig bearbeitet und eingesetzt und dann 2 Minuten den nächsten Block 2 Minuten später, für den man auch nur 2 Minuten Zeit gehabt hätte, an einer anderen Stelle. Sondern hier hat man auf der riesigen Fläche mit Hunderten von Blocks gleichzeitig gearbeitet. Aber wie gesagt, das ist nur eine vorläufige Anmerkung auf das Argument von Herrn von Däniken. Gehen wir dann im Einzelnen noch ein. Dass diese Pyramide als Stufenbau zunächst angelegt wird, eine Stufe auf der anderen und nachträglich erst die Stufen ausgefüllt, die Form der echten Pyramide dadurch entstehend, das hat einmal bautechnische Gründe. Man braucht diese Stufen einfach als Arbeitsstraßen für die Tausende von Arbeitern, die man sich hier vorstellen muss auf dieser Baustelle. Aber es hat auch nun historische Gründe. Es hängt nämlich zusammen mit der Entwicklung des Grabbaus im alten Ägypten. Wir wollen darauf einen Blick werfen. Angefangen hat das Ganze wohl mit einem Loch im Wüstensand, das man einfach mit Baumstämmen zugedeckt hat. Darüber kamen dann Steine, Geröll und Sand. Als man dann anspruchsvoller wurde, als die Zivilisation Fortschritte machte, deckte man das Ganze mit einer mächtigen Felsplatte zu. Damit war das entstanden, was man das Mastaba-Grab nennt. Und als man dann noch anspruchsvoller wurde und als es dann um die Gräber von prominenten Persönlichkeiten, nicht mehr von Stammeshäuptlingen, sondern zum Schluss von Königen ging, da setzte man noch eine zweite Platte darauf, um dem Ganzen mehr Dauer zu verleihen, aber auch ein repräsentativeres Aussehen. Damit war die Stufenmastaba entstanden. Und parallel mit der äußeren Veränderung nun auch eine erhebliche Entwicklung des Inneren. Auf dieser Grafik sehen Sie, was aus dem ursprünglichen Loch im Wüstensand inzwischen geworden ist. Eine komplizierte Innenausstattung, hier getrennt durch eine Deckplatte innen in 2 Stockwerken. Durch diesen Schacht erreicht man die eigentliche Grabkammer, darüber Vorratskammer, Schätze, Magazine. Darüber die beiden Platten der Stufenmastaba. Und hier sehen Sie nun, dass dieses Loch im Wüstensand schon anfängt, sich in den eigentlichen Baukörper emporzuwölben. Und wenn man weiß, wie die Geschichte weitergeht, geht einem an dieser Stelle schon auf, das ist natürlich der Anfang der späteren Stufenpyramide. Ehe wir aber diese Entwicklung weiterverfolgen, zunächst zum Wort Mastaba. Wo kommt dieses Wort für dieses Grab eigentlich her? Mastaba ist ein arabisches Wort. Um zu verstehen, wovon es sich ableitet, müssen wir kurz in ein arabisches Dorf gehen. Typisch für ein Haus in einem solchen Dorf ist nun eine Steinstufe, eine Bank, und Mastaba heißt auf Arabisch Bank, an der Vorderfront dieses Hauses, auf der der Hausherr seine Besucher zu empfangen pflegt, um mit ihnen Tee zu trinken. Und von dieser Steinstufe, Mastaba genannt, hat nun der Deckel des archaischen ägyptischen Grabes seinen Namen bekommen. Und irgendwann ist man dann einmal auf die Idee gekommen, einen solchen Deckel auf den anderen zu setzen. Und dann entsteht eine solche Stufenpyramide. Dies war der erste Versuch auf dem Wege zur Pyramide. Diese Stufenpyramide von Saqqara war ursprünglich auch einmal eine einfache Mastaba. Hier noch fast 5000 Jahre alte Dachsparren vom Dach der ursprünglichen Mastaba. Wenn man nämlich die unterste Stufe hier verfolgt nach rechts, dann sieht man, sie bricht viel zu früh ab. Sie stand ursprünglich einmal alleine, als allerdings riesiges Mastaba-Grab. Und erst später kam man dann auf den Gedanken, in vielen aufeinanderfolgenden Bauphasen einen solchen Mastaba-Deckel, eine solche Stufe auf die andere zu setzen, um dem Ganzen einen großartigeren Anblick zu verleihen, aber auch eben längere Dauer. Das ist der immer wieder durchschlagende Grundgedanke. Das ist Djoser, der Pharao, der weit über 100 Jahre vor Cheops auf diesen Gedanken kam und dies sein Bauherr, der die Stufenpyramide baute, Imhotep. Und erst einige Generationen später ging man dann zur echten Pyramide über. Dieses Bild erklärt vielleicht warum. Der oberste Gott war die Sonne und die sichtbare Verbindung zwischen Sonne und Erde sind nun diese pyramidenförmigen Strahlen.
Vielleicht war das das Motiv. Jedenfalls machte Snofru etwa zwei Generationen nach Djoser den Versuch, die Stufen einer solchen Pyramide auszufüllen, um dadurch zur Gestalt der echten klassischen Pyramide zu kommen. Wir erinnern uns, dieser erste Versuch endete in einer Katastrophe. Der Pyramidenstumpf, der heute noch in Meidum steht, ist die Spur dieser Katastrophe des ersten Versuches dieses Übergangs. Und unter dem Schock von Meidum hat nun gewissermaßen das Aussehen der beiden anschließenden Pyramiden gelitten. Da ist einmal die Knickpyramide, sie war halb fertig, als die Katastrophe sich ereignete. Schnell ging man dem Eindruck des Schocks zu einem sicheren Böschungswinkel über und die nächste Pyramide wurde von vornherein in diesem flacheren, aber eben weitaus sicheren Böschungswinkel errichtet, auch wenn das Ergebnis ästhetisch alles andere als befriedigend war. Erst Cheops ging dann wieder zu dem ursprünglichen steileren Böschungswinkel über, aber erst nachdem seine Baumeister, wie wir in der letzten Sendung gesehen haben, zwei entscheidende Verbesserungen eingeführt hatten. Einmal hat man die Oberfläche der Stufen bei der Cheops-Pyramide ein bisschen nach innen geneigt, um einen festeren Halt zu geben. Und außerdem wurden die Deckplatten bei der Außenverkleidung später nicht einfach aufgelegt, das war es ja, was zu der Katastrophe von Meidum geführt hatte, sondern sie wurden mit Nuten versehen an den Abständen, sodass sich von Zeit zu Zeit immer an die Ecken von den Stufen aufhängen konnten, sodass ihr Gewicht nach unten nicht fortlaufend addierte. Hier jetzt eine sehr viel spätere Bauphase schon dieser Stufenpyramide, die auch in der Cheops-Pyramide drinsteckt. Und Sie sehen, die Arbeitsfläche wird hier immer kleiner und gleichzeitig wird die Rampe immer größer. Das Argument von Däniken ist schon richtig, dass auch die Rampe eine zunehmende Zahl von Arbeitskräften benötigte. Aber wie automatisch wurde durch die Verkleinerung der Arbeitsfläche hier eine entsprechende Zahl von Arbeitskräften dafür freigesetzt, sodass also die Zahl der Arbeiter praktisch gleich bleiben konnte. Aber um es jetzt ganz objektiv einmal darzustellen, habe ich die von Däniken vorgetragenen Einwände einem Fachmann vorgelegt, einem Experten für Logistik, für Nachschub und für Organisation von Arbeitsabläufen, nämlich einem Lehrer der Hamburger Logistikschule der Bundeswehr. Die Cheops-Pyramide steht auf einer Fläche von 230 x 230 Metern, ist ursprünglich 150 Meter hoch gewesen. Sie wiegt etwa 3,7 Millionen Tonnen. Was bedeutet das für die menschliche Arbeitsleistung? Geht man aus von der Tatsache, dass die Pyramide innerhalb von 20 Jahren durch ständig 100.000 Arbeiter gebaut wurde, die etwa 300 Tage im Jahr gearbeitet haben, so beträgt der Arbeitsbeitrag durch den einzelnen Arbeiter pro Tag etwa 6 Kilogramm. Ich habe das einmal durchgerechnet. Wie sieht es mit der Arbeitsfläche aus? Zu Beginn des Baus standen etwa 53.000 Quadratmeter zur Verfügung. Das heißt natürlich nicht, dass man sich auf dieser riesigen Fläche nur mit einem Block ständig beschäftigt hat und alle zwei Minuten einen neuen Block in Angriff nahm, sondern dass man eine große Anzahl von Arbeitsplätzen eingerichtet haben soll. Beispielsweise alle 100 Quadratmeter ein, heißt alle 530 Blocks, an denen gleichzeitig gearbeitet wurde. Und das wiederum heißt, dass man für einen Block etwa 2 bis 3 Tage Zeit hatte, bevor man den nächsten in Angriff nahm. Die Arbeitsfläche nimmt ab mit der Höhe, die man während des Baus erreicht. Sie nimmt sogar quadratisch ab. Das heißt, auf halber Höhe ist die Arbeitsfläche nur noch ein Viertel so groß, wie sie hier ursprünglich einmal war. Das Volumen jedoch, das bis dahin während des Baus erfüllt wurde, beträgt bereits an dieser Stelle 7/8 des gesamten zu erstellenden Volumens. Nur noch 1/8 an Bauvolumen ist bis zur endgültigen Fertigstellung zu erreichen. Die Pyramide ist hier schon so gut wie fertig. Ich glaube, diese drei kurzen Rechnungen zeigen, dass der Bau der Pyramide, so gewaltig er auch in seiner Gesamtheit erscheint, durchaus mit menschlichen Mitteln vorstellbar ist. Und dass man eine Hilfe durch übersinnliche Wesen nicht benötigt hat. Es ging also, daran ist gar kein Zweifel. Es war eine gewaltige Schufterei, auch das steht fest. Aber, und das ist vielleicht auch ganz wichtig mal zu sagen,
Die 60, 80 oder 100.000 Arbeiter waren keine Sklaven, wie auch Gerüchte immer wieder behaupteten. Sie schufteten. Aber sie schufteten nicht nur billig, sondern sogar umsonst aus Begeisterung deshalb, weil jedem von ihnen die Teilnahme an diesem riesigen Projekt auch die Garantie gab, im Jenseits zu ewigem Leben wieder erwachen zu können. Ein religiöses Motiv, das ist die Hauptantriebsfeder gewesen. Hier sehen Sie jetzt die letzte Bauphase der Cheops-Pyramide mit einer riesigen Rampe, aber die entsprechende Arbeiterzahl dafür ist automatisch freigestellt worden. Die Arbeitsfläche ist ganz klein geworden. Hier oben die oberste Stufe mit zusätzlichen Hilfsrampen, um die oberste Plattform zu erreichen. Und auf dieser obersten Plattform hat man nun einen Mast aufgestellt. Und dieser Mast erklärt nun das Problem, das wir in der letzten Sendung angesprochen haben, nämlich das Problem der Kantenführung. Wie hat man eigentlich mit dieser Präzision beim Bau der Pyramide die Kanten so führen können, dass sie sich alle oben in einem Punkt getroffen haben? Diese Einrichtung mit dem Mast da oben gibt die Antwort. Sehr einfach. Als der Mast da stand und man dann von oben nach unten anfing, die Stufen auszufüllen und die Verdeck-, die Verkleidungsplatten, die äußere Verkleidung anzubringen, brauchte man ja nur von unten hier herauf zu dem Mast zu visieren oder umgekehrt von oben nach unten, dann kam man automatisch bei dieser Spitze an. Aber jetzt das letzte Problem, das nächste Problem im Zusammenhang damit, nämlich wie kommt in diesen Bau nun die Zahl Pi herein, die geheimnisvolle Kreiszahl, die ihn Volker Arp der letzten Sendung auseinandergesetzt hat. Er gibt jetzt auch die Antwort darauf, wie dieses Rätsel eine natürliche, eine wissenschaftlich einwandfreie Erklärung finden kann. Das Rätsel um die Zahl Pi, sagte John Taylor im vergangenen Jahrhundert, sei nur dadurch zu lösen, dass man annehme, die Bauherren seien direkt von Gott inspiriert gewesen. Und in gewisser Hinsicht stimmt das sogar. Nur, es war der Gott der alten Ägypter. Es war die oberste Gottheit, der Sonnengott Re, abgebildet auf zahlreichen Wandgemälden oder auf Reliefs, die kreisrunde Sonnenscheibe. Und was liegt nun näher, als diese oberste Gottheit, diese Sonnenscheibe heranzuziehen zum Bau der Pyramiden, zum Bau dieser heiligen Gebilde. Denn das waren sie ja. Sie waren heilige, magische Maschinen, die den Gottkönig Pharao samt seinem Hofstaat ins Jenseits befördern sollten, um dort aufzuerstehen. Und deshalb eben die sehr neue, aber eben sehr überzeugende, einleuchtende Erklärung, dass die Ägypter, wenn sie die Basis ihrer Pyramide festlegen wollten, dazu eine Kreisscheibe benutzt haben, Symbol für die Sonnenscheibe. Sie haben diese Kreisscheibe abgerollt, 100 Mal oder 200 Mal, je nachdem, wie lang sie eben ihre Pyramidenbasis haben wollten. Und die zugehörige Höhe dann, die haben sie bestimmt, indem sie dieselbe Kreisscheibe nun entsprechend oft aufeinandergesetzt haben. Das ist alles. Das ist das Geheimnis der Pyramidenproportionen. Denn wenn man eine Pyramide so baut, dann hat sie zwangsläufig diesen magischen Winkel von 51 Grad, 52 Minuten. Das geht gar nicht anders, ob man will oder nicht. Und zwangsläufig steckt jetzt auch die Zahl Pi hier drin in einer solchen Pyramide. Warum? Das ist ganz klar. Sie besteht ja aus Kreisdaten, so ist sie ja konstruiert. Die Basis hat man gewonnen durch Abrollen des Kreisumfangs und die Höhe durch Aneinanderfügen des Kreisdurchmessers. Klar, dass da die Zahl Pi auftritt. Und zwar völlig unabhängig davon, ob die Erbauer nun die Zahl Pi kannten oder nicht. Das ist völlig egal. So einfach löst sich das Rätsel um die Zahl Pi. Und so einfach findet eine dieser Fragen nach der anderen eine natürliche, rationale, überzeugende Erklärung. So im Grunde einfach und so rasch lösen sich diese sogenannten Wunder in Rauch auf. Übrigens, ohne das, und darauf möchte ich mit besonderem Nachdruck hinweisen, ohne dass die Angelegenheit insgesamt an Faszination verlöre und ohne dass unsere Bewunderung für die alten Ägypter und für die Pyramiden und deren Erbauung auch nur im geringsten geschmälert würde. Aber ich möchte jetzt abschließend zu diesem Themenkomplex noch ein Argument demonstrieren, das meiner Ansicht nach am unwiderlegbarsten und am überzeugendsten gegen die Annahme spricht, dass die Pyramiden, insbesondere die Cheops-Pyramide, als Ergebnis des Rezeptes einer Anleitung einer göttlichen oder außerirdischen Macht entstanden ist. Und das ist diese Reihe von Pyramidenbauten, die wir schon kennen, die wir aber in diesem Zusammenhang jetzt nochmal betrachten wollen. Das fängt also an mit der Stufenpyramide von Saqqara, die ihrerseits die Folge einer sicher ein- oder 200-jährigen Entwicklung ist, hervorgehend aus der Stufenmastaba. Und dann folgt, mindestens zwei Generationen später, als Ergebnis des ersten Versuches, die Stufen auszufüllen, zur echten Pyramidenform überzugehen, die Katastrophe von Meidum.
Unter dem Schock dieser Katastrophe wurde dann, wie ich nochmal erinnernd wiederholen möchte, die Knickpyramide gebaut. Ging man nämlich hier von dieser Höhe ab zu einem flacheren Böschungswinkel über, obwohl dieser nun gar nicht zu der Sonnensymbolik passt, die man eigentlich in die Pyramiden einbauen wollte. Aber man war dazu gezwungen, weil man es noch nicht konnte. Und auch die nächste Pyramide ist in diesem gar nicht passenden, zu den religiösen Wunschvorstellungen gar nicht passenden, zu niedrigen Böschungswinkel angelegt. Erst Cheops hat es dann geschafft. Und das war mindestens 100, 150, vielleicht sogar 250 Jahre nach Djoser, hat es dann geschafft, eine Pyramide mit diesem für die Ägypter idealen Böschungswinkel hinzustellen, die heute noch steht. Nun, man hat mit anderen Worten 150 oder 200 Jahre oder noch länger experimentieren müssen. Mit erheblichen Risiken, unterbrochen mindestens einmal von einer schweren Katastrophe, bis man das selbstgesteckte Ziel erreicht hatte. Ich glaube, es gibt kaum ein überzeugendes Argument gegen die Annahme, dass die Cheops-Pyramide das Resultat eines fertigen Rezeptes ist, geliefert durch eine außerirdische oder überirdische Kraft. Aber jetzt zuletzt noch eine Frage, auf die wir bisher nicht eingegangen sind, die wir abschließend auch noch beantworten wollen. Gibt es einen Fluch der Pharaonen? Wie ernst ist das zu nehmen? Sind diese beiden Wissenschaftler hier etwa gefährdet? Sie untersuchen hier einen Sarkophag, in dem eine Mumie steckt. Sie stören die Ruhe dieses Toten ohne jeden Zweifel. Sind sie also gefährdet? Kann der Fluch des Pharao sie treffen? Gibt es ihn überhaupt? Wie denken Sie selbst darüber? Wie ist es Dr. Eggebrecht, Leiter des Pelizaeum-Museums in Hildesheim, mit einer sehr berühmten ägyptologischen Sammlung? Macht er sich Gedanken darüber? Wie denkt er über den Fluch der Pharaonen? Mindestens seit der Zeit um 2500 vor Christus, seit dem Alten Reich, haben die alten Ägypter ihre Toten einbalsamiert und mumifiziert. Sie wollten damit ihren Angehörigen ein ewiges Leben möglich machen. Wir wissen heute um die Techniken, um die Balsamierungsmethoden genau Bescheid. Es gibt kaum noch etwas Geheimnisvolles, was uns diese Vorgänge verschleiern würde. Es gibt also keinen Fluch der Pharaonen. Viele meiner Kollegen, die längst totgesagt worden sind, leben oder lebten bis vor kurzem und sind uralt geworden. Ich denke nur an Sir Alan Gardiner, der 84 Jahre zählte, als er starb. Aber vergessen wir einmal diese ganzen sogenannten Wunder, die gar keine sind, wenn man nur ehrlich und unbefangen genau hinschaut. Nehmen wir mal die Realität, sie ist viel faszinierender. Gehen wir einmal in das Innere der Cheops-Pyramide. Der Pfeil rechts bezeichnet auf diesem Schema den Eingang an der Nordseite. Von hier aus führt ein über 100 Meter langer Gang ziemlich steil nach unten. Er ist nur 1,20 Meter hoch, wie gesagt sehr steil, eine höchst beschwerliche Krabbelei, die dann in einer leeren und nie benutzten Grabkammer endet, Irreführung für Grabräuber. Aber hier, an dieser Stelle, da geht der eigentliche Gang nach oben weiter, er ist nur verschlossen, hier sieht man noch die Verschlusssteine, sodass man ihn nicht ohne weiteres hat finden können. Von hier geht es aufwärts, ungefähr 40 Meter, in einem etwas geräumigeren Gang, bis man dann schließlich an dem wohl imposantesten Teilstück des Inneren der Cheops-Pyramide landet, am Eingang zur großen Halle. Einem gewaltigen Innenraum, fast 50 Meter lang, fast 9 Meter hoch. So das heutige Aussehen einer Halle, bei der man sich einmal klar machen muss, dass sie vor fast 5 Jahrtausenden einmal, ein einziges Mal für die abschließende Begräbniszeremonie benutzt worden ist. Dann wurde die ganze Pyramide versiegelt. Am anderen Ende führen dann zwei relativ kleine, ursprünglich durch Fallsteine gesicherte Durchbrüche in die eigentliche Grabkammer.
So, und jetzt sind wir nach einer etwas beschwerlichen Kletterei und Kriecherei im Zentrum der ganzen Anlage angekommen, im Mittelpunkt, im Herzen der Pyramiden, in dem Raum, der den Anlass gegeben hat für den ganzen riesigen Aufwand, nämlich in dem Raum, in dem der Gottkönig, der Pharao Cheops, vor 4.500 Jahrtausenden beerdigt worden ist. Abschließend noch einige Bemerkungen zum weiteren Verlauf der Geschichte der Pyramiden. Die Ägypter haben irgendwann ja aufgehört, Pyramiden zu bauen. Warum? Das ergibt sich, wenn man verfolgt, wie sich die innere Einrichtung der Pyramiden weiterentwickelt hat. Am besten, wenn man das nicht so sieht im Querschnitt, sondern von oben, wie in diesen beiden Schemata hier. Dies zunächst die Cheops-Pyramide, wieder von oben gesehen. So einfach und übersichtlich sieht das Gangsystem aus. Eingang am Norden, im Norden, dann hier die große Halle, hier der kleine Durchschlupf, die Grabkammer im Zentrum des ganzen Symbols. Es war ja ein Symbol des Sonnengottes. Und hier drüben nun eine sehr späte Pyramide, eine der letzten großen, die überhaupt gebaut worden sind, die vom Pharao Amenemhet III. Etwa 800 Jahre nach Cheops. In dem Unterschied zwischen diesen beiden Gangsystemen dokumentiert sich die ganze Entwicklung, das Schicksal gewissermaßen, das der Pyramidenbau genommen hat. Es fängt damit an, dass man den Eingang aus der religiös an sich vorgeschriebenen Himmelsrichtung Norden verlegt hat, in diesem Fall nach Süden, dass den Eingang aus der Symmetrieachse hinaus, und dann sehen Sie mal, wie es weitergeht. Hier geht der Gang scheinbar weiter, endet hier aber blind. Irreführung für Grabräuber. Hier, durch Fallblock gesichert, geht es rechtwinklig um die Ecke. Nochmal, zweimal diese rechtwinklige Richtungsänderung, jedes Mal mit Fallblöcken gesichert. Hier war die Mauer, scheinbar massive Pyramidenwand. Hier waren Öffnungen angedeutet, die den Eindruck erwecken sollten, als ob es hier in die Grabkammer ginge. Alles das der Versuch, Grabräuber irrezuführen. Dies hier ist ein Dokument aus der Erfahrung von 800 Jahren Kampf gegen Grabräuber. Ein Kampf, der erfolglos verlief, was für die Ewigkeit gedacht war, hat in Höchstfalle 300 Jahre gehalten. Dann waren alle Pyramiden, die des Alten Reiches und auch die späteren, ausgeraubt. Auch übrigens, wie ich meine, ein überzeugendes Argument gegen das Vorhandensein irgendwie magisch wirksamer oder übernatürlicher Schutzmechanismen. Man hat, als man diese Labyrinthe hier schuf, nicht damit gerechnet, dass die Grabräuber ihrerseits so konsequent sein würden, aber genau das haben sie getan, von irgendeiner beliebigen Richtung aus dann einfach sich durch den massiven Körper der Pyramiden durchzuwühlen bis zur Grabkammer, die eben auch eine Schatzkammer war in der Mitte. Und davon glaubte man nicht ablassen zu können, hier im Zentrum, da musste eben die Grabkammer sein. Als man die Erfahrung gemacht hatte, hörte man auf, diese riesigen, weithin sichtbaren Köder in die Wüste zu setzen, die ein Magnet blieben für die Grabräuber. Man resignierte und gab etwa 800-900 Jahre nach Cheops den Pyramidenbau auf und begrub seine Pharaonen jetzt unter der Erde. Von nun an begrub man die toten Pharaonen nur noch hier, im Tal der Könige, westlich von Luxor in Oberägypten, einer einsamen, trostlosen, felsigen Einöde, in der man bis zu 100 Meter lange Tunnels in den Felsen trieb, die hinterher wieder verschlossen und mit Geröll bedeckt wurden, sodass außen von den Gräbern nicht sichtbar war. Diese Verstecke waren immerhin so gut, dass man 1922 wenigstens ein einziges Grab hier so gefunden hat, wie es Jahrtausende früher verschlossen worden war, das des Tutankhamon. Und er ist so der einzige Pharao, der bis heute in seinem Sarkophag als Mumie noch immer ruht und auf die Wiederauferstehung wartet. An seinem Kopf die Symboltiere Geier und Kobra, Schutzgötter von Ober- und Unterägypten, die beiden Zepter dieser beiden vereinigten Königreiche. Die geflügelte Isis behütet seinen Schlaf. Tutankhamon starb bereits mit 19 Jahren, geschichtlich ein ganz unbedeutender Pharao. Und wenn man sich nun ansieht, was trotzdem in seinem Grab für Schätze angehäuft wurden, dann kann einem eine Ahnung aufgehen, was das für Schätze gewesen sein müssen, die man in den Pyramiden der großen Pharaonen untergebracht hatte. Und dann versteht man, warum diese Pyramiden, diese so weithin sichtbaren, herausfordernden Pyramiden, den Magneten für Grabräuber gebildet haben über die Jahrtausende hinweg. Hier die Goldmaske Tutankhamons,
Eine Porträtmaske, die uns heute noch zeigt, wie dieser knabenhafte Gottkönig ausgesehen haben muss. Ich möchte diesen Bericht über das Geheimnis der Pyramiden mit dem Gedanken abschließen, dass die Pyramiden der alten Ägypter für uns vielleicht wirklich eine Botschaft enthalten. Keine Botschaft aus außerirdischen oder gar übersinnlichen Bereichen. Das sicher nicht. Eine menschliche Botschaft. Denn so sehr sich die Technik, die Technologie in den letzten 5 Jahrtausenden auch geändert haben mag, die Menschen sind einander gleich geblieben. Und da muss man nun daran denken und daran erinnern, dass der Bau der Pyramiden und ihre Geschichte nicht nur zu enormen Fortschritten in der Bautechnik und in der Konstruktivität, in der Konstruktionstechnik geführt haben, sondern auch zur Entstehung des ersten Großstaats der menschlichen Geschichte. Man bedenke doch, was es heißt, 60, 80, 100.000 Arbeiter 20 Jahre lang zu versorgen, die Arbeitsabläufe zu organisieren, all das. Sie kamen aus der Anonymität der Vorgeschichte und haben diese Aufgabe gelöst und sind dabei zum Staat zusammengewachsen durch diese Gemeinschaftsaufgabe. Und vielleicht ist die Botschaft so zu lesen, dass auch wir heute uns daran erinnern sollten, dass wir eine solche übernationale, globale Gemeinschaftsaufgabe gebrauchen könnten. Nicht im Sinne eines erneuten großtechnischen Abenteuers, dass das unserer Gegenwart, unserer heutigen Menschheit nicht mehr helfen kann. Das hat auf eine für viele enttäuschende Weise das Apollo-Projekt gezeigt. Aber vielleicht sollten wir eine Pyramide in übertragenem Sinne in Angriff nehmen. Wie wäre es denn mit einer Pyramide, mit einer weltweiten Anstrengung gegen den Hunger? Wie wäre es mit einer Pyramide gegen menschliche Aggressivität? Wie wäre es mit einer Pyramide gegen ideologische Intoleranz? Wenn wir diese Botschaft aus diesen alten, den ältesten Gebäuden der menschlichen Geschichte herauslesen könnten, dann hätten sie nicht nur bis heute gestanden, dann hätten sie auch bis heute und für uns ihren Sinn gehabt.